Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu den LoL News. Die SEK ging ja wieder diese Woche los und SKT hat direkt die Massen staunen lassen, denn im Match gegen die ROX Tigers haben sie sich im ersten Match durchsetzen können, im zweiten Spiel eine Niederlage kassiert und dann im dritten Spiel ihren Jungler Blank ausgewechselt. Das hat erst für Verwunderung gesorgt, weil der einzige Ersatz-Jungler, der zur Verfügung stände, Blossom heißt und der noch nicht wirklich Competitive-Erfahrung hat. Und da dachte man sich, im dritten Spiel gegen ROX Tigers einen Newbie einzuwechseln, das ist irgendwie nicht ganz so intelligent. Ja, hat Koma auch nicht getan, denn der Coach hat seinen Supporter Wolf auf die Jungle-Position geschmissen. Der hat Sejuani eingeloggt und nach einigen anfänglichen Stolpersteinen ordentlich durchrasiert. War auf jeden Fall ein sehr, sehr sehenswertes Match. Generell sehenswertes Best of Three kann ich euch nur ans Herz legen. War zumindest direkt für den Season-Start eine richtig geile Aktion. Auch die LPL, also die chinesische Pro League, hat wieder begonnen und dort konnte man sich jetzt auch schon mal wieder so ein bisschen wie in Korea ein Bild machen, wie dann die Meta aussieht, was denn vor allem bei den neuen Runen so gut ist und was nicht. Und eine Sache hat sich ganz, ganz klar durchgesetzt und zwar das Unsealed Spellbook. Das wurde teilweise sogar auf Sivir Botlane als Counter zu push-schwachen AD-Carries wie Ezreal mitgenommen. Und auch die Stopwatch scheint sehr, sehr viel Beliebtheit gewonnen zu haben. Da gab es diese eine legendäre Szene, wo man mit 5 Stopwatches jeweils 5 Tower-Shots bei einem Early-Game-Tower-Dive noch denyen konnte. Also sehr, sehr sehenswert. Da freue ich mich richtig drauf, wenn die LCS wieder startet. Nämlich heute. Riot hat jetzt für 2018 ein paar Veränderungen am Honor-System angekündigt. Denn das ursprüngliche Ziel vom Honor-System war es ja, Leute vor allem für gutes Verhalten zu belohnen und damit eben Leute vom Flame wegzuholen. Wer noch aktuell live League of Legends spielt, wird merken, hat jetzt bisher noch nicht ganz so gut funktioniert. Also wollen sie jetzt das Honor-System nochmal attraktiver machen, die Belohnungen nochmal besser machen, plus auch zwischen den jeweiligen Honor-Stufen 3, 4 und 5 eben nochmal Etappen quasi einbauen, wo man auch nochmal Belohnungen bekommt. Fraglich natürlich, ob das dazu bringt, oder beziehungsweise ob das reicht, um einige Flamer nochmal zu konvertieren. Aber selbst wenn es nur ein paar sind, ne, ein paar weniger Flamer, das ist immer gut. Und wie gerade schon angesprochen, auch heute wird die LCS beginnen. Ja. Das Eröffnungsmatch wird stattfinden zwischen G2 und Misfits. Also direkt zum Start ein absoluter Knaller. Wird sehr, sehr geil. Maxim und Johnny kommentieren das Ganze für euch. Kalle in der Analyse-Ecke. Da haben wir noch eine kleine Überraschung für euch parat. Also schaltet auf jeden Fall ein. Dann am Samstag auch nochmal EU-LCS. Hat sich ja um einen Tag verschoben. Und Samstagnacht, beziehungsweise dann auch Sonntagnacht die NA-LCS mit dem neuen Franchising-System, also dieses Wochenende. Das wird E-Sport-technisch absoluter Zucker. Wer nicht einschaltet, der ist selber schuld, ne? Und zu guter Letzt wurde bezüglich des Spring Split Finals der EU-LCS auch schon so ein bisschen was von Riot angeteasert bezüglich der Location. Ja, wir hatten ja jetzt schon viele coole Standorte. Paris hatten wir, Spanien hatten wir, alles Mögliche. Und jetzt wird das EU-LCS Final zum allerersten Mal nach Dänemark kommen, um genauer zu sein, nach Kopenhagen in die Royal Arena. Vor allem DeFisho wird sich da freuen, in seinem Heimatland mal seiner Familie und seinen Freunden in E-Sport live nochmal ein bisschen näher zu bringen. Wird auf jeden Fall ein geiles Event, aber erstmal muss der normale Split reichen, aber so wie das aussieht, wird auch der ziemlich, ziemlich geil. Ich hoffe, ihr schaltet, wie schon erwähnt, heute Abend nachher ein. Das war es jetzt erstmal von den LoL News. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen informiert gewesen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.